Und willkommen zurück zu Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Es geht weiter mit Bäumen. In der Tree Zone. Da, da, da. Hier haben wir schon ein paar Level mehr. Und in Level 2 dieser Zone müsste sehr wahrscheinlich das Secret Exit sein. Achtung, Kaiserblock. Oh, Moment. Ach Gott, nur Leben. Ich mag diese Frösche. Ah ja, das passiert bei 100 Gegnern. Wir bekommen einen Stern vom Himmel heruntergestoßen. Ich weiche gerade richtig gut aus. Da war Sonic the Hedgehog. Ha. Ach, runtergefallen. Dumm, dumm, dumm. Die Blume brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wir haben ja eine. Es gibt in diesem Spiel übrigens sehr gutes Memory-Verhältnis. Was das... Hä? Ist da schon wieder ein Leben? Nee, aber der Typ ist erstmal tot. Der ist erstmal tot. Und... Klopp. Nicht? Da. Rennen! Wir fallen nicht durch, wenn wir rennen. Münzen ist es halt wert, wenn man sie will und braucht. Das war schlau. Nochmal. Yeah, mit dem Spin-Jump zu Boden gegangen. Ich mag dieses Bonus-Ding nicht. Was bekommen wir denn heute? Ein extra Leben. Ah ja, gut. Ich nehme halt einfach mit. So, hier müsste es eigentlich ein Secret Level Exit geben. Secret Level Exit. Hier haben wir Pudding. Oder sowas ähnliches. Ich habe es immer Pudding genannt. Es sieht ja aus wie Pudding. Es wabbelt und... Ja. Was Pudding halt so tut. So, ich meine, dass hier eine Blume drin ist. Nee, ein One-Up. Es lohnt sich übrigens, diese Stage die Möhre zu haben. Warum, zeige ich euch noch. Ja, komm. Blume, die ich brauche. Wir sollten doch mal die Münzen eintauschen. Au. Naja. Ich gehe nochmal zurück für die Blume. Bombenkäfer. Wie wir sie aus Mario Land 1 kennen. Nur ein bisschen größeren Pixeln. Ja, hier oben bleibt er eigentlich nur, wenn ihr dauerhaft A drückt oder eben mit der Möhre ausgerüstet seid und dann die A-Taste haltet. Ich glaube, wir wollen jetzt hier runter. Und hier ist da. Ein Münzbeutel, den wir weiß nicht mitnehmen werden, da ich ihn nicht brauche. Hm, Stacheln und eine Möhre. Wer hat's gedacht? Ich mag die Möhre. Oh nein. Zu schade. Jetzt kann ich euch gleich zeigen, was ich meinte. Ist eigentlich hier was drin? Nö. Wie auch. Da ist auch ein extra Leben. Aber wer will das bitte nehmen? So, jetzt schau doch mal nach dem extra... Was ich... Ja gut, so geht es mit den drei Leben auch. Aber... Ich gucke jetzt mal nach dem geheimen Levelausgang. Der ist da ja auch irgendwo. Da, 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 da. Also schauen wir mal. Sicher ist, dass wir die Möhre behalten wollen. Ja, sehr gut.
Und das meinte ich euch bitte mehrere zu zeigen. Ihr müsst einfach nur die A-Taste halten und ihr bleibt dauerhaft da oben. Und das ist hilfreich. War eigentlich ein geheimes Exit? Ich meine, hier ist ein Exit irgendwo versteckt. Ja, hier oben haben wir es. Anlauf und hui! Da haben wir das Secret. Exit. Und ein weiterer Level mit Münzen, Münzen, Extra Lives und Blumen. Man kann sich eine goldene Nase verdienen, wenn man mit dem Stern durchrennt. Aber wieder mal, es sind nur Münzen und extra Leben. Als ob wirklich irgendwer das alles brauchen würde. Naja, und natürlich noch mehr extra Leben. Logisch. Ich würde technisch gesehen gar nicht mal sagen, holt euch die ganzen Geheimnisse und Leben und alles und dann braucht es nicht so viel Zeug. Ja gut, kein Stern hinten, aber macht nichts. Es geht nur darum, den Level gezeigt zu haben. So. Erstmal nach rechts. Zu den Bienen. Die Bienen sind gefährlich und die Raupen hier darf man auch nicht unterschätzen. Von unten ranspringen ist nicht zu empfehlen. Tut nämlich weh. Weil die haben einen Stachel, ne? Und der ist spitz und. Ja, spitzer Stachel, ja. Die sind unzerstörbar, außer mit einem Stern. Oder wir hier keinen Stern haben. Na, was war hier? Münze. Gut. Ist eigentlich da oben was? Nee. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass da irgendwas versteckt ist. Die hier könnte nur mit Feuer töten. Au. Das war nicht nett. Dam, dam, dam. Warten, bis der Robby hier auf dem Block ist. Denn wenn ihr jetzt Robben vor euch habt, auf derselben Etage, ist das Überspringen sehr, sehr schwer. Ihr könntet getroffen werden und sterben. Und wer will das denn schon? Ja, das ist so nutzlos, hier einen Stern zu bekommen. Vor allem da kaum Gegner dafür auftauchen. Aber zwei Stück haben wir jetzt erwischt. Geheimer Block ist hier. Und ab ins Exit. Und mein Headset rutscht. Bams. Wir bekommen eine Möhre. Möhre ist hilfreich. Mehr als ein Leben. Tja. Wir müssen uns aber dem Boss widmen. Besuchen wir eine Kolonie voll Ameisen und Käfern. Wow, pass auf, wo du lang springst und hüpfst. Puh, Gott, das war knapp. Das Level hier kann man übrigens auch sehr, sehr einfach gestalten. Indem man von den Ameisen abspringt und dann zum Beispiel auch einfach mal hier rüber geht. Zu dem Münzsack, der zufällig ist, von dem ich gar nichts wusste. Dann geht es hier lang. Und da hoch. Hauptsächlich geht es auch in der Stage darum, dass man einfach nur... Na, ja. Deswegen die Blätter springt, ab und zu ein paar Ameisen vorbei oder Käfern. Und Pflanzen. Oh Gott, da spuckt der Feuer. Du bist das, ne? Ja. Und jetzt hat die A-Taste einfach nicht gegriffen. Oh. Wo ist die... Ja gut, dann zeigen wir es ihm doch.
Die könnt ihr mit Feuer töten, aber nicht durch normale Sprünge. Da hauen sie nämlich ab. Dann eben auf dem normalen Weg. Na. So garantiert nochmal so ein Block gewesen, oder? Da werde ich drauf. Scheiße. Scheiße. Wieder runtergefallen. Verdammt. Das ist nicht mein Tag, ne? Am Ende sterbe ich jetzt noch. So, einfach mal hier oben lang. Ihr seid auch wieder da. Das macht aber nichts. Als großer Mauer bin ich mir so ein bisschen sicherer unterwegs, aber... Naja. Warten. Okay, da ist kein anderer Block drin. Gib mir die Glocke. Gut. Ach, immer nur Leben. Gerade hier könnte ich jetzt meine Feuerblume brauchen. Ach Gott, ja, das ist die Stage. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, hier ist ein Pilz. Jawohl. Na, ich hätte ich auch schon ganz gerne mitgenommen. Weg. Und... Kleiner Sprung. Eule! Eulen sind cool. Wir mögen Eulen alle, oder? Mögt ihr Eulen? Ja, ich mag Eulen. Schreibt es mir in die Kommentare. Nein. Oh Gott, das war jetzt knapp. Ich glaube, hier unter uns ist nichts. Kann das sein, dass hier unter uns nichts ist? Aber über uns doch, oder? Ein Leben? Da? Vielleicht? Nicht. Gut. Hier haben wir eine Möhre. Yay! Abkürzungspower. Och, geht nicht. Da oben brauchen wir nicht unbedingt rein. Das sind lediglich ein paar Münzen und ein paar Münzen. Wo ist fester Boden? Da ist fester Boden. Und der Boss. Ein Rabe. Den wir vorhin auch schon gesehen haben. Er hat dasselbe Angriffsmuster wie der Tangra aus dem Weltraum. Und ist auch genauso simpel zu besiegen. Tschüss, Rabe. Ja, man hat sich bei den Bossen nicht unbedingt viel Mühe oder Einfallsreichtum hingegeben. Aber sowas kann passieren. Richtig schön im Takt. So, uns verbleiben damit zwei Zonen. Und was ist jetzt eigentlich hier? Schauen wir mal rein. Die Spielhalle. Ha. All in, ne? Wenn man genau hinschaut, vielleicht sogar anhalten beim Video, seht ihr, man kann 99 Leben gewinnen, was auch niemals passieren wird. Da siehst du, genau vorbei. Aber 20 extra Leben sind mehr als genug, die wir jetzt noch haben. Und wir können auch wieder Münzen ansammeln, hey. Ich sehe gerade unten links hohe CPU-Auslastung. Das ist nicht gut. Aber ja, vielleicht machen wir einfach mal kurz hier eine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. In dieser zu meiner rechten befindlichen Zone. Die. Wie heißt sie wohl? Ich habe keine Ahnung. Bis dann!